Ich habe ein Video abgedreht, habe euch da mal ein paar Neuigkeiten wieder erzählt bezüglich unserer Pläne. Inshallah, so Gott will, schaut euch das Video gerne an. Ja, ansonsten sind jetzt der Gärtner und mein Mann losgefahren, um nach Zäunen zu gucken, weil ich habe meinen Mann heute Morgen richtig instruiert, nach dem Zaun zu gucken, weil ich kann euch das zeigen, was die Hunde gemacht haben heute Morgen. Das war ja klar, ne? Ich wusste das ja auch, aber das sieht dann schon so schnell durch. Ich sag's euch, also. Ach, übrigens, einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, ich habe noch keinen guten Morgen gesagt. Heute ist Montag und damit wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. I'm sorry, ich habe heute Morgen wollte ich mal ohne Begrüßung erstmal so im Flow anfangen, wie ich Frühstück mache und dann Hallo sagen. Und das hätte ich jetzt fast vergessen. Hallo! Zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog. Hunde sind natürlich eingesperrt und die Tür sperrangelweit auf.
Ich weiß gar nicht, warum die jetzt die ganze Zeit jetzt bellen. I don't know. Unser Gärtner hat heute Morgen hier schon ordentlich angefangen, den Sand wegzunehmen. Da steht auch sein Motorrad. Und hier mache ich mal zu die Tür. Habe ich meinen Schlüssel eigentlich heute Morgen weggenommen? I don't know. Bonjuk hat eine Wunde hinten am Bein. Ich weiß nicht warum. Und die haben heute Morgen nicht gefressen. Was mich auch wundert. Und wo ist jetzt der andere Hund? Jetzt essen die im Moment. Das ist Pascha und Bonjuk liegt da in der Ecke. Die hat eine Wunde am Hinterbein. Also da, wo Paschas Eier sind, so, I'm sorry, daneben quasi am Bein, am Hinterlauf hat sie eine Wunde. Ich weiß nicht, wo sie dir her hat. Guck, und Bonjuk hat auch nicht gefressen, aber sie ist gut drauf, Alhamdulillah, alles in Ordnung. Ich kann ja von der anderen Seite gucken. Aber zuvor zeige ich euch, was ich heute Morgen gemacht habe. Natürlich habe ich sie heute Morgen rausgelassen. Pascha hat geheult wie am Spieß. Der wollte unbedingt zu den Hühnern. Oh ja, die Kacke habe ich hier vergessen einzusammeln. Warum denn das? Naja, ich habe nämlich im Stall da, in dem Gehege, habe ich eingesammelt. Der Gärtner hat hier auch angefangen schon zu schneiden. Das ist auch dringend nötig. Wie ihr seht, hat man hier überhaupt gar keinen Platz mehr. Aber als allererstes habe ich nämlich Folgendes heute Morgen entdeckt. Ich habe gedacht, ich lasse die Hunde einmal so eine Stunde richtig sich austoben. Die Fliesen sind auch gar nicht so leicht runterzuschmeißen, wie es aussieht. Die sind richtig schwer. Dann habe ich gedacht, okay, ich lasse sie einmal raus. Und dann ratet mal, was Pascha dann gemacht hat. Ne? Der hat sofort gesehen, dass, ui, Wunder, hier hier schön auf ist. Der hat versucht, hier durchzuhopsen. Ne? Überhaupt gar kein Problem für den Hund natürlich. Und Bonjuk hat sich das abgeguckt und dann wollten die beide hier rüber. Ist ja klar so. Und das geht natürlich gar nicht. Auch waren die da oben drauf, dann wollten sie da rüber. Also alles suboptimal gerade. Und deswegen gucken wir jetzt mal nach einem Zaun, den ich auf jeden Fall jetzt hier heranhaben muss. Ne? Hier haben wir uns das so gedacht, dass der... Hier soll ja eine Blumenecke hin, obwohl ich das eigentlich nicht möchte. Vielleicht haben wir überlegt, dass wir hier auch den Küchenbereich machen. Weiß ich nicht, so eine Arbeitsplatte oder so. Voilà, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall muss hier dann ein Zaun hin. Ansonsten muss hier richtig hoch, weil sonst springen die darüber, ne? Ja, so sieht's aus. Fliesen sehen so aus. Diese Fliesenfarbe hat er geholt. Das passt auch. Sieht schön aus. Ja. Und ich hoffe mal, dass die dann auch bald den Pool anfangen. Wie weit die da gediegen sind, ich kann es euch nicht sagen. Ich muss die Kacke einsammeln. Ne? Das mag mein Mann nicht so besonders, wenn das überall rumliegt. Das mache ich mal eben. Ja, so weit, so gut. Also da wollten sie durch diese Gitterstäbe. Sofort sind die rein. Ich konnte Pascha gerade noch halten, ne? Und Bonjuk dann von der anderen Seite, also im Doppelpark, ich sag's euch. Und dann sind unsere Nachbarn gekommen mit den Hunden, sind darüber habe ich sie wieder reingemacht. Das war mir dann zu gefährlich. Also wie gesagt, die sind jetzt los, um einen Zaun zu besorgen. Und ich bin am Drehen. Wollte euch nur kurz noch einmal richtig begrüßt haben. Abgewaschen habe ich natürlich schon alles soweit. Wie war die Nacht? Ja, heiß, würde ich sagen. Es war richtig heiß. Wir haben nämlich heute, habe ich mich durchgesetzt und wir haben die Klimaanlage nicht angemacht heute Nacht, weil das Ding ist so laut. Ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein Wasserkocher, der über deinem Kopf köchelt. Genauso laut ist das richtig furchtbar. Ich habe gesagt, heute bleibt das Ding aus. Ich kann das nicht ertragen. Und es ging auch ganz gut, ne? Zumal wir die Fenster auch zu hatten. Also wenn wir dann noch die Fenster auf hätten, dann würde man auch mehr Luftdurchzug haben. Können wir ja heute mal probieren. Das war einfach überall Fenster aufmachen und dann im Durchzug schlafen. Das geht nämlich. Ich muss nicht Klimaanlage anhaben. Und Strom ist ja auch richtig teuer geworden, muss man auch sagen. Also teuer. Für türkische Verhältnisse, für uns natürlich noch gut, aber ich finde es trotzdem teuer. Also ich habe auch echt Angst vor der Stromrechnung dieses Mal. Ja, genau, so sieht's aus. Ich denke mal, dass bald auch die Jungs kommen. Allah ist in Wester, mein Sohn und seine drei
Freunde. Da habe ich mir schon überlegt, was wir da machen. Dann muss ich nämlich das rosa Zimmer, wo ich schlafe, werde ich einmal komplett waschen, die ganzen Sachen. Und das Zimmer oben ist ja eigentlich auch fertig, aber ich muss nochmal durchsaugen, nochmal Staub wischen und nochmal Betten beziehen. Und dann können die oben und unten schlafen. Genau, dann sind drei, also drei Jungs, mein Sohn, der vierte, also Allah izin willste, das müsste gehen, wenn zwei oben und zwei unten schlafen, dann haben die genug Platz. Genau, also so haben wir uns gedacht. Meine anderen Kinder kommen, wie gesagt, erst am 1. August. Allah izin willste, das sind noch 2 Wochen. Und ob da noch zwischen jemand kommt, das ist noch fraglich. Da haben sie noch mehr angekündigt, aber da ist noch alles unsicher. Solange die Flüge nicht gebucht sind, ist alles unsicher. Das sage ich nur immer vielleicht. Erst wenn Flüge gebucht sind, teile ich euch das mit. Genau. Ja. So sieht's aus. Die Jungs sind in Sparta übrigens im Moment und Sparta kenne ich auch richtig gut. Wie gesagt, ich war ja sehr oft in Sparta. Es ist ein süßes kleines Städtchen und obwohl es ein kleines Städtchen so in den Bergen gelegen ist, ist es sehr international, weil die haben eine Universität dort, die sehr viel von ausländischen Studenten auch besucht wird. Und das war damals schon, als ich immer da war. Ich glaube, das sind jetzt 7 Jahre her oder 6 Jahre, dass ich zuletzt da war. Es ist sehr viel, man trifft da sehr viel internationale junge Leute. Also es ist ein junges Städtchen mit den alten Traditionen vermischt natürlich. Und es ist vor allen Dingen die Stadt der Rosen. Ja, also da werden die ganzen Rosen produziert in Sparta. Das sind riesige Felder mit Rosen. Kannst du da auch die Rosenfabrik von Rosens besichtigen? Aber ich habe ja schon oft drüber gesprochen. Da war ich aber noch nie, habe ich auch noch nie angeguckt. Das wäre eigentlich vielleicht mal eine Idee, wenn man mal wieder in die Richtung fährt. Das machen wir ab und zu, wenn wir ja, wenn wir Richtung Ankara und so fahren. Ich glaube, dann muss man da vorbei, Burdur vorbei, irgendwie so. Da fährt man jedenfalls in die Richtung. Also könnte man fahren, ist nicht so, kann man Abstecher machen. Genau, mein Lieben, ich würde sagen, ich muss weiter schneiden. Vielleicht drehe ich noch eben noch mal mein Halblife-Video, solange die Männer noch weg sind. Und dann, genau. Der Wind. Wir haben es windig, aber wieder richtig heiß heute. Jetzt kommt, glaube ich, der Zaun, oder? Hä? Was haben die jetzt wieder gemacht? Doch nicht. Hä? Sind das jetzt wieder alles für Männer da? Hä? Wir haben, die haben den Zahn noch nicht mitgebracht. Er hat, war der jetzt gemessen oder nicht? Hä? Der wollte doch messen, hat er noch nicht. Verstehe ich nicht. Er wollte messen und dann wollen sie den Zaun holen. Also der Zaun würde 60 Meter, also dieser harte 2 Meter Zaun, das ist wirklich ein harter Zaun, den er hat. Und es sind auch verschiedene Preise, ne? Die sind verschiedene Läden abgefahren. Das kostet 500 Euro mindestens. Die haben auch 600 gesagt, aber mindestens 500 Euro, 60 Meter. So. Ja. Wo fahren die denn jetzt wieder hin? Verstehe ich nicht. Aber ja, egal. 60 Meter, das sind. Hat er einmal komplett rumgemacht. Also meiner hat 20 Meter, würde ich mal sagen, dass er einmal komplett rumgerechnet hat. Nur hier nicht zum Nachbargrundstück, sagte, hat er nicht gerechnet. Ja, warum sind die jetzt gekommen? I don't know. Ja, genau. Also so sieht's aus. Alles ziemlich teuer natürlich. Und unterschiedliche Preise, die du überall kriegst, ne? Also wenn ihr hier in Alanya wohnt, dann bitte überall immer rumfahren und Preise vergleichen, weil es ist echt, der eine sagt das, der andere sagt das. Die wollen jetzt da doch keine Blumen hinmachen, sondern wollen die Grillecke dahin machen. Ja, ist auch gut, den Grillplatz dahin, damit das nicht umsonst ist alles. Dann habe ich gesagt, wenn du da die Grillecke machst, musst du aber überlegen, dass die Hunde auf, egal, die wollen da eine Platte drauf machen und dann den Grill in, keine Ahnung, du musst immer berechnen, habe ich gesagt, dass die Hunde da drauf springen und dann da, wo die Hunde drauf gesprungen sind, musst du nochmal 2 Meter nach oben rechnen, den Zaun.
Ja, was soll ich noch machen, ne? Also, mehr kann ich auch nicht machen. Es ist inzwischen auch schon wieder richtig spät. Und ich bin zu fett geworden. Naja, ich muss meinen Sohn mal anrufen jetzt. Mannequin ist wieder da. Die waren jetzt echt wieder lange weg, ne? Und das sieht jetzt nicht so aus, als hätten die irgendwie einen Zaun dabei. Naja, selbst wenn, wird der Zaun geliefert werden müssen. Das kriegt er ja gar nicht in sein Auto rein. Wieso macht er jetzt die Motorhaube auf? Ah, nee, er ist rückwärts reingefahren. Das heißt, die bringen die Zementsäcke auf die andere Seite? Hä? Da wurden ja Zementsäcke und oder sie bringen es dahin, dass sie das dann einfach darüber. Das kann auch sein. Da sind nämlich Steine und Zementsäcke geliefert worden. Und die laden sie jetzt gerade hinten ein, mit Sicherheit, dass sie das dann nicht von da dahin schleppen müssen, denke ich mal. Jetzt kommen sie. Mal schauen, was sie wollen. Ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe nichts gemacht. Nee, die haben nichts eingeladen. Die laden aus. I'm so sorry, alles zurück. Die laden aus. Können wir auch gut gucken. Ich kann sitzen und ihr und wir können zugucken. Wie Männer arbeiten, ne? Es ist, wie es ist. Aber ich habe auch schon echt viel getan, ne? Meine Augen tun schon wieder weh, ehrlich. Zement, glaube ich, ist das. Oder Beton oder Kleber oder Fliesen. I don't know. Eigentlich wolltet ihr doch einen Zaun holen, hä? Vielleicht haben die noch ein paar Fliesen geholt, weil der Gärtner sagte, das reicht nicht. Also ich weiß auch nicht. Hä? Warum fängt der Poolbau nicht an, ne? Das sieht wie Fliesen aus. Aber warum kaufst du denn Fliesen? Wir haben doch da unten ganz viel Fliesen. Verstehe ich nicht. Ja, die haben Fliesen gekauft für die Kochecke, die sie da jetzt machen wollen. Aber warum? Da sind doch ganz viele Fliesen. Ja, wo müssen die jetzt dafür neue Fliesen kaufen? Ja, die haben Fliesen gekauft für die Ecke, mit Sicherheit. Ja, dann bestimmt, damit das gut aussieht, ne? Gefielen ihnen Fliesen nicht, die wir da hatten, wahrscheinlich. Will nicht wissen, was das wieder gekostet hat. Ja, ich hatte gesagt, ne? Völlig umsonst. Hättet ihr meine Idee gemacht, das wäre viel besser gewesen. Naja. Einfach den Stein überbetonieren als Sitzecke und gut wäre das gewesen, ja? Weil die haben jetzt vor, da eine Kochecke zu machen. Also die wollen da eine Platte drauf machen und dann irgendwie ne, die Kochecke halt da rein. Ist ja auch in Ordnung, aber muss man da schon wieder so viel dafür ausgeben? Menno. Ah nee, ich sag aber nichts. Satin ist vorbei. Was soll ich dazu sagen? Ist eh gekauft. Das hat mit Sicherheit auch wieder 300 Euro gekostet, mindestens. Was ist das? Karton. Soll er doch machen, kann er mir egal sein, ne? Ist mir doch egal. Ja. Das heißt, ne? Er schwitzt. Die Tür ist zu. Das ist zu. Wenn er die versucht aufzumachen, gehe ich schnell hin und mache sie auf. Ne, er geht einmal rum. Der hat Durst bestimmt. Jo, da ist aber auch zu, Mann. Ich mache auf, ich mache auf. Kein Problem, ich mache auf.